Ich grüße euch alle, es ist mal wieder Rust Item Store Time. Ja, heute ist das neue Update rausgekommen, beziehungsweise gestern ist das neue Update rausgekommen. Und ich weiß nicht warum, wie dieser chinesische Style hier ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es einen Dragon Dawn Knocker für 4,85 €. Ja, guckt euch das mal an. Die Dragon Mask kostet einfach mal schlappe 8,35 €. Was ist, wie durchgedreht kann man sein? Ich gebe doch niemals 8,35 € für sowas aus. Was soll das denn bitteschön? Alleine 4,85 € für so einen Knocker, ja? Ja, er sieht cool aus. Da sage ich ja nichts gegen. Aber nein. Nein, sicherlich nicht. Das wird niemals passieren. Also das hier ist cool, diese High-Voltage-Kiste. Die ist nice, die werde ich mir auf jeden Fall ziehen. 1,30 € ist vollkommen okay. Der Heli, die Helikopter-Landeplatz-Tür, was auch immer. Garagentor ist auch nice, die werde ich auch auf jeden Fall nehmen, weil die ist auch geil. Die Waffen sind wie immer vollkommen überteuert. Und der Octo-Furnace. Er sieht auch geil aus. Den muss ich auch nehmen. Ich habe aber jetzt eigentlich schon einen Furnace, den ich verticken. Wir können ja einfach mal reingucken hier. Was wir in unserem Community. Na. Da wollte ich drauf, nein, da wollte ich drauf. Dann gucken wir mal, was wir noch haben, was wir verticken können. Gegenstand verkaufen, was haben wir denn da alles Schönes? Die Kiste steht bei 2,13 €, die werde ich natürlich verticken, weil wenn ich die andere habe, ist es ja wohl außer Frage, dass die weg kann. Der Käufer zahlt 2,13 €. Ich habe sie mal gekauft für 1,30 €. Habe dann 56 Cent Gewinn gemacht. Passt schon. So, die ist schon mal fast weg. Das Garagentor haben wir das hier. Das werde ich behalten. Das steht bei 1,69 €. Aber das werde ich behalten. Das geht nicht anders. Die steht bei 1,46 €. Die war jetzt nicht wirklich so nice, dass ich mir die gekauft habe. Der steht bei 1,42 €. Ja, auch 1,03 €. Na, ein paar Cent Gewinn gemacht. Auf jeden Fall nicht viel. 1,57 €, die behalte ich auch noch. Und die Mask. Oh, die Maske steht bei 1,30 €. Die habe ich für 90 Cent gekauft. Das weiß ich, weil alle Masken kosten 90 Cent. Die steht bei 85 Cent, da habe ich 5 Cent Verlust gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Das hier steht bei 99 Cent, 1 Cent Gewinn gemacht, 5 Cent Gewinn gemacht. Oh mein Gott, da habe ich für grandiose 93 gekauft. Der steht jetzt schon bei 4,40 €. Also man kann wirklich mit Öfen Glück haben oder halt Pech. Und der steht bei 3,71 €. Die Tür habe ich mal für 1,30 € gekauft. Die behalte ich aber auch. Die werde ich ewig behalten. 1,49 €. Auch nicht der Mega-Kauf. 1,44 €. Ja. Nee. Gut. Die Kiste. Die behalte ich auch. Oder ich verschenke sie. Ich werde sie einem Kumpel schenken. Der ist, steht immer auf sowas. Gut, die habe ich jetzt raufgesetzt. Jetzt müssen wir nochmal hier rein. Nein, Quatsch, das war blödsinnig. Jetzt muss ich nochmal in den Store. Sparen Sie 50% bei Rust. Ja, gut. Schön, dass ich jetzt gerade vollkommen den Faden verloren habe. Nee, aber wie gesagt, also jetzt habe ich euch die hier mal gezeigt von dieser Woche. Heute ist der 8.2. Also die drei würde ich auf jeden Fall nicht nehmen, weil das ist einfach vollkommen überteuert. Die ist nice, die ist nice, die ist nice. Die Kohle kriegt man in der Regel immer wieder raus. Guti, ich wünsche euch noch